Herzlich willkommen zu einem Escape Room in Minecraft. Heute zum Halloween gibt es hier so einen ein bisschen vampirmäßigen Escape Room. Alter. Was ist das denn so laut? So. Und hier sind halt die Reden. Please read the introduction below. Alter. Also, behalten Sie Ihre Lagerbestände im Auge. Sie erhalten Blöcke und Werkzeuge, die in Ihren Funktionen eingeschränkt sind. Überprüfen Sie immer die Beschreibung der Artikel. Hier Tasten sind mit Rätseln verbunden. Und aktivieren Sie alle Zaun für das beste Spielerlebnis. Achten Sie auf Dorfbewohner und viel Spaß. Ich bin gespannt, wie ich das so schaffe mit dem ganzen Übersetzen. Also. Da hinten ist irgendwas. Dann werde ich das wohl jetzt mal hier starten. Escape Room. Hunted. Rubber. Das sind Tipps, die brauche ich eigentlich erstmal nicht. Alter, dieser Blitz. Sehr dry. Muss ich das jetzt alles immer hier mit dem Handy übersetzen? Hey! Hast du meinen Knochenblock gelesen? Ich brauche es, um eine Höhle zu dekorieren. Gib mir eins und ich helfe dir. Ich habe aber keinen. Hä? Da. Aber will er jetzt einen Block oder einen Knochen? Da ist noch eine. Boom. Mir fehlt noch irgendwo einer da. Meine Nase juckt kurz. So. Wait. Jetzt habe ich einen Smaragd und hier ist offen. Soll ich hier jetzt den Pfeil folgen? Ich mache es einfach mal. Hier lang ins Haus. Zum Michael. Hallo, alter Freund. Lass mir. Hallo, alter Freund. Lass mich dir helfen und meine geheimen Zauber auf deinen Gegenstand anwenden. Nur dann gelingt dir die Flucht, bevor die Vampirjäger kommen. Was hat der? Sollte ich mir jetzt eine Schere holen? Ja, hab ich jetzt gemacht.
Ah, okay. Hier ist jetzt die Schere Ausrüstung. Kann abbauen. Wither Rose? Was ist das denn? Eine Wither Rose. Ah. Kann ich hier... Okay, hier brauche ich eine Leiter für. Diese Zolls sind hier, ey. Ist das eine? Wie viel brauche ich denn hiervon? Wollte einfach mal ausprobieren, ob ich auch was anderes damit abbauen kann. Ist das ein Block? Das ist Wolle. Ich laufe jetzt. Der stand doch bestimmt. Alter. Wie viele ich brauche, ne? Für das nächste Item. Weshalb ich da jetzt gleich nochmal gucke. Sind denn hier so viele Blitze? Da. 10. Dann hier die Eggs. Was kann ich damit jetzt abbauen? Kann Kürbis abbauen. Kürbis brauche ich 5. Eins, zwei. 3, 4, 5. Jetzt gehe ich die Leiter. Kann platziert werden auf Kohleblock. Platziert werden auf Eisenblock. Hier ist aber keiner. Auf Eisenblock. So. Gehe ich wohl mal hier in die Kirche rein. Da ist ein Drachenei. Schuhe komme ich nicht. Ich komme auch generell nicht darüber.
Und wo denn nach oben führt ein Weg? Ah. Das sind alles andere Blöcke hier. Muss ich die jetzt hier quasi alle einmal finden, damit hier irgendwie was aufgeht? Weiß es. Hier geht's nicht durch. Dann werde ich hier mal wieder ein paar Blumen einsammeln. Vielleicht finde ich ja auch ein Grab oder so. Oder hätte ich diesen Knopf für eine andere Tür benutzen müssen? Nee, da ist kein Eisenblock dran. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, was ich hier tun soll. Irgendwann komme ich da raus. Kerze. Was? Nether Watson Block. Wissen, was der Nether Watson Block ist. Okay, ich muss hier Kerzen finden. Rotpilz.
Habe ich irgendwas im Inventar? Was ist jetzt hier passiert? Hier ist nichts passiert. Hier ist ein Gang. Ein Gang. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mich schon verlaufen. Da sind auch Platten. Hier bin ich also jetzt. Schön. Gut, die Drachenei habe ich jetzt auch. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt nach hier oben und diesen kleinen Parcours machen. Feuereffekten bitte aufhören.
Mann, wieso sprintet der denn nicht? Man kriegt keinen Schaden. Okay, dann gehe ich wohl nach hier oben. Baum. Lytra. Ich will Lytra fliegen, weil ich nicht kann. Aber wofür sind diese Zettel? Da kann ich mich jetzt zurückporten. Well done. You escaped. Willst du mir doch jetzt nicht sagen, dass das Ende ist, das Level? Das war alles? Sehr traurig. Warum kommt eigentlich immer um eine bestimmte Uhrzeit plötzlich die Sonne? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mich viel mehr hiervon gekauft. Dann war das hier nur ein bisschen sammeln? Ey, das nervt aber jetzt schon wieder hier. Ein bisschen sammeln und fertig, oder wie? Ich muss um 1. Find all the items to build a bone block. Craft 9 Room 2. Go into the house and complete the first task. Solution: trade with the villager and get the trust. Then talk to Michael, who will modify your shears. Now collect all wither rows with their shears. You can find them here. Hab ich gemacht. Riddle 3. Go to the house and complete the second task. Solution: trade with the villager. You will get an axe. An exchange. For the 10 wither rows. Now talk to Michael again, who will modify your axe. Now get out of the house and mine 5 pumpkins. Riddle 4. Get the house and complete the task. The three task. Solution: trade with the villager. He will give you a letter for the 5 pumpkins you have. To get it modified by Michael again, put the letter on the coal block. Riddle 3. Find the button to open the gauge. Solution: the button is in the barrel at place it on the iron block in the gate. The gate will open. Room 3. Find all the kettles to
undercover the secret passage. Solution, the cutters are in the barrels at no place on the matching blocks at the symbol. Room 5. XY the riddle solution, take the button from the barrel at Emerald and Opals. Input the riddle solution for each number, turn over the matching lever on the wall, opens black 1, blue 2, orange 3, red 4. Room 6, find a way out of the maze. Turn on the corner and activate the press blazers. Room 7. Get out of the coffin and climb out of the roof. Solution, click on all the trap doors at the block. Your way out of the coffin. You escape much easier this way. Now equip the Elytra and fly through the rings in the sky. Not manage. Throw a paper on the ground and you will be teleported to the roof again. No paper with you. To lose the jumping one again. Well done, you escape the 100 guards. Einfach alles. Ist schon traurig. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.